Hallo ihr Lieben, einen wunderschönen guten Tag. Ich hoffe, euch geht es gut. Und ich melde mich hier mit dem versprochenen Video mit der Beantwortung eurer Fragen. Es haben sich tatsächlich nur 3 gemeldet, aber somit habe ich ein bisschen mehr Zeit, eure Fragen zu beantworten. Und wir starten auch gleich mit Butterblümchen, die mich gefragt hat, wie geht es mit Tee weiter? Schauen einmal nach. Ich hätte gerne erstmal gewusst, in was für eine Energie Tee gerade ist, wie es ihm geht oder ihr. Hier geht es jemandem gut. Hier ist jemand fokussiert auf eine Sache, die ihn sehr interessiert, für die große Leidenschaft gehegt wird. Man steht hier mit beiden Beinen fest auf dem Boden und dieser Mensch weiß, was er möchte. Ich glaube, dieser Mensch kann eine relativ scharfe Zunge haben, spricht seine Worte klar und deutlich aus. Zeit miteinander verbracht hat, dass euch hier eine Geschichte miteinander verbindet, vielleicht sogar eine tiefe Freundschaft, eine tiefe Verbindung. Und
Ich glaube, für dich werden sich hier Fragen und Konflikte auflösen. Du wirst hier in einer bestimmten Situation Klarheit erlangen durch eine Kommunikation. Und die Möglichkeit ist hier gegeben, dass ja ihr nochmal die Chance bekommt oder eine neue Chance bekommt, entweder etwas neu aufleben zu lassen oder in eine andere Energie umzuwandeln, meine Liebe. Das ist die Antwort, die die Karten hier mit auf den Weg geben. Ich hoffe, ich konnte dir helfen. Ich hoffe, du konntest hier etwas mitnehmen. Und wir gehen zur nächsten Frage. Hier hat MS gefragt, wie wird die Entscheidung S betreffend sein? Nun weiß ich nicht, ob du hier eine Entscheidung treffen musst oder ob jemand anders eine Entscheidung treffen muss. Ich schaue einfach mal. Wie wird die Entscheidung es betreffend sein? Ich nehme hier aktuell Herzschmerz wahr, Liebeskummer wahr, möglicherweise eine Dreierkonstellation. Ich nehme einen Stillstand wahr. Eine Situation, die zu Ende geht. Eine Situation, die beendet wird. Die Entscheidung betreffend es wird aufgrund von Ängsten, Sorgen, mangelnder Weiterentwicklung hier zum Ende führen. Und ich habe das Gefühl, dass dieses Ende jemand anderem sehr viel Fülle und Zufriedenheit beschert. Und dass dieses Ende jemand anderen in eine Stabilität verhelfen wird. Mehr kann ich hier leider gar nicht zu sagen, weil ich nicht weiß, wer hier eine Entscheidung treffen muss, ob du das bist oder ein anderer Mensch. Ich hoffe trotzdem, dass ich dir hier weiterhelfen konnte und dass du dich hier wiederfinden konntest. Und die letzte Frage B. Was ist der nächste Schritt von S in meine Richtung? Wir schauen uns an, in welcher Energie S gegenüber B ist. Hier überlegt jemand, hier ist jemand sehr strategisch, sehr im Kopf, heckt sich vielleicht auch einen Plan aus, überlegt den nächsten Schritt oder die nächsten Schritte. Ist vielleicht gerade auf Reisen oder reist gerne, möchte aber hier Bewegung und möchte entweder etwas abschließen oder etwas neu beginnen. Das ist die Energie, die ich hier wahrnehme. Hier macht sich jemand ganz viele Gedanken. Wie wird hier der nächste Schritt aussehen?
Hier besteht durchaus die Möglichkeit, in eine Partnerschaft zu gehen. Kommunikation, Klarheit. Ich nehme hier auch viel Leidenschaft wahr. Ich nehme Träumereien, Verliebtheit wahr und den Wunsch nach Partnerschaft, nach Verbindung und gemeinsam etwas mit dir aufzubauen. Okay, drei Fragen, drei Antworten. Ich hoffe, ihr konntet euch hier wiederfinden und ich hoffe, ich habe euch eine kleine Freude gemacht und bedanke mich nochmal für all eure Unterstützung und eure Abos und ja, ich freue mich, dass ihr hier seid. Alles Liebe!